Wir öffnen die Akte Mensch. Denn es gibt Neuigkeiten über uns und unsere Vorfahren. Es gab eine Zeit, da waren wir modernen Menschen nicht allein auf dieser Welt. Da waren noch andere, die Neandertaler. Lange glaubten wir, sie waren die einzigen neben uns. Doch eine Entdeckung in Sibirien in einer abgelegenen Höhle verändert alles. Dass es was ganz Neues wäre, hätte ich wirklich nicht gedacht. Der winzige Knochen stammt von einer unbekannten dritten Menschenart, die zeitgleich mit uns lebte. Eine Sensation. Als ich ein Student war, schien es mir, als sei ich zu spät auf die Welt gekommen. Ich glaubte, alle Fossilien seien bereits beschrieben und alle Entdeckungen schon gemacht. Ich hätte nicht falscher liegen können. Der neu entdeckte Mensch ist kein Homo sapiens wie wir. Und auch kein Neandertaler. Aber er lebte mit beiden zusammen. Es ist natürlich ein neues Kapitel insofern, als klar wird, dass es eben nicht nur sozusagen eine Gruppe von Menschen gibt, die sich irgendwie entwickeln, sondern mehrere. Doch wo sind unsere Verwandten geblieben? Die Akte Mensch, jetzt in ZDF History. Das Altai-Gebirge in Sibirien, eine bis heute fast unberührte Landschaft. Nur sehr wenige Menschen verirren sich in diese Wildnis, die eine wissenschaftliche Sensation verbarg. Den Beweis für eine dritte Menschenart, die gleichzeitig mit dem Neandertaler und Homo sapiens lebte. Der Fundort unseres unbekannten Verwandten liegt an der russischen Grenze zu Kasachstan und der Mongolei. Die nächstgrößte Stadt, Novosibirsk, ist mehr als 200 Kilometer entfernt. Hier liegt sie, die Höhle von Denisova. Derzeit eine der spannendsten archäologischen Grabungsstätten der Welt. Experten der Russischen Akademie der Wissenschaften legen eine steinzeitliche Schicht nach der anderen frei. Die Forscher finden Spuren menschlicher Besiedlung, darunter etliche Knochenreste. Unscheinbare Funde, die unser Wissen von der menschlichen Evolution verändern. Einige werden nach Leipzig geschickt, ins Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das Ergebnis der Genanalyse verschlägt Johannes Krause fast die Sprache. Er ruft umgehend seinen Chef an, Svante Paabo. Ich war zu der Zeit, als die Ergebnisse bekommen in Amerika, und haben dann einen Telefonanruf bekommen von Johannes und dazu gefragt, ob ich mich hinsetzen kann, bevor ich höre, was er zu sagen hat. Und ich habe fast Angst bekommen, dass was Furchtbares passiert wäre. Es ist das Gegenteil, ein Glückstreffer. Svante Paabo hat mit seinen Methoden schon einige Überraschungen erlebt. Er gilt als Begründer der Paläogenetik, die Erbgut aus uralten Knochen gewinnt. Doch auf dieses Ergebnis war auch er nicht vorbereitet. Ich war ja ganz überzeugt, wenn wir diesen kleinen Knochen bekommen haben, dass es war entweder einen modernen Menschen oder einen Neandertaler. Ich wollte eigentlich nur rausfinden, was von den beiden es war. Dass es was ganz Neues wäre, hätte ich wirklich nicht gedacht. Paabo reist nach Sibirien, um den Fundort persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Grabungen zeigen, offenbar haben hier moderne Menschen, Neandertaler und noch eine dritte Menschenart zusammengelebt. Eine Art Multikulti-Höhle in der Steinzeit. Für die Forscher öffnet sich ein neuer Horizont. Haben sich die drei Gruppen vermischt? Und gab es noch weitere Menschenarten, die hier und anderswo zusammenlebten? Jetzt danach bin ich natürlich offener und sage, vielleicht findet man zusätzlich solche Sachen in der Zukunft auch. Doch ist es wirklich eine neue Menschenart? Die Forscher wollen auf Nummer sicher gehen. Unter den Funden in der Höhle ist ein sehr gut erhaltener, ungewöhnlich großer Zahn. Auch dieser wird zur Analyse nach Leipzig geschickt. Kai Prüfer ist Genetiker im Team von Svante Paabo.
Für ihn ist der Zahn die Sternstunde seiner Forschungen. Es ist nicht nur, dass wir da wahnsinnig viele Proben finden, sondern die DNA in den Knochen ist wahnsinnig gut erhalten. Und das hilft uns natürlich, dann ein richtig gutes Genom zu sequenzieren. Der Zahn gibt Gewissheit. Die Funde aus der Höhle stammen von einer bislang unbekannten Menschenart. Der Denisova-Mensch lebte vermutlich bis 30.000 vor Christus in Sibirien und China. Wie er aussah, das verrät sein Erbgut nicht. Doch bislang rätselhafte Schädelfunde aus Asien, die jetzt ihm zugeschrieben werden, geben Anhaltspunkte. Wenn Sie diesen Menschen im Flur unseres Instituts treffen würden, Sie würden sofort erkennen, dass es sich um keinen normalen Angestellten der Max-Planck-Gesellschaft handeln kann. Beachten Sie nur die Größe der Augenwülste und die fliehende, fast flache Stirn. Der Unterschied zum modernen Menschen muss spektakulär gewesen sein. Und auch zum Neandertaler gab es markante Unterschiede. Mit der Entdeckung des Menschen aus Sibirien haben wir, die modernen Menschen, unverhofft Zuwachs bekommen. Die Neandertaler sind nicht mehr unsere einzigen Brüder. Wir haben noch weitere Geschwister. So, es war klar, es ist irgendeine neue Menschenform. So, eine Sache war dann, was nennen wir diese Menschenform? Wir haben viel hin und her diskutiert und sind am Ende zu den Denisova-Menschen gekommen. So, das nennt sich nach der Höhle, wo diese Menschenform dann zuerst entdeckt wurde, genauso wie die Neandertaler sich nach Neandertalern nennen, wo die zuerst einmal entdeckt wurden. Mit ihm fing alles an. Der Neandertaler. Seine Entdeckung vor rund 160 Jahren war der erste Hinweis auf eine Menschenform, die gleichzeitig mit uns lebte. Jetzt ist er hier, im Landesmuseum in Bonn. In diesem Koffer liegen die wohl berühmtesten Knochen der Welt. Sie sind so etwas wie die Kronjuwelen der deutschen Archäologie. Ralf Schmitz ist der Hüter dieses Schatzes. Der erste Neandertaler, der je gefunden wurde, im Neandertal bei Mettmann. Er gab einer ganzen Menschenform den Namen. Schmitz kennt diese Knochen so gut wie niemand sonst. Sein ganzes Forscherleben dreht sich um ihn. Den Neandertaler. Dieses männliche Exemplar lebte vor 42.000 Jahren. Er wurde etwa 40 Jahre alt. Nur 16 seiner Knochen überdauerten die Jahrtausende. Uralte Skelettreste einer Menschenart, die es fast 70.000 Jahre lang gab. Er ist der berühmteste Deutsche, aber er ist ein Europäer. Er ist die einzige Menschenform, die jemals in Europa entstanden ist. Und wenn es eine Menschenform gibt, die Europa und die Europäer repräsentiert, dann ist es eigentlich der Neandertaler. Die Geschichte beginnt 1856 im Steinbruch von Mettmann bei Düsseldorf. Die Arbeiter stoßen auf Knochen, schaufeln sie achtlos den Hang hinab. Doch der Steinbruchbesitzer wird stutzig. Sind das die Überreste eines Höhlenbären? Es werden noch weitere Knochen gefunden. Im sogenannten Neandertal, am Lauf des Flüsschens Düssel. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Neandertal eine wunderbare, unzerstörte Naturlandschaft. Auf beiden Ufern der Düssel ragten steile Kalksteinklippen bis zu 50 Meter empor. Diese romantische enge Schlucht hieß zuerst Gesteins, später ist sie benannt worden nach dem Kirchenliederdichter Joachim Neander in Neandertal. Doch dann kommt die Industrialisierung und der Kalk aus dem Neandertal wird zum begehrten Rohstoff für die Eisenhütten im Ruhrgebiet. Tausende finden hier Lohn und Brot. Ohne die Spitzhacken der Arbeiter wären die Knochen vielleicht nie entdeckt worden. Und die gesamte Forschungsgeschichte, sie wäre anders verlaufen. Das ist natürlich ein von den sehr berühmten Fossilien in der Welt. Natürlich. Und eigentlich das Fossil, wo man zum ersten Mal vor 150 Jahren eingesehen hat,
dass es gab vorher frühere Menschenformen, die nicht ganz wie wir waren. Friedemann Schrenk von der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft ist sich sicher. Der Homo sapiens war lange nur eine Menschenart unter mehreren. Und diese Arten vermischten sich. Diese ganzen Stammbäume, die wir da produzieren, auch die Arten und so und die Gattungen, das sind ja nur Hilfsmittel, ja? Das sind ja nur Hypothesen. Es gibt kein richtig und kein falsch in unserer Wissenschaft. Welche Vermischung es sonst noch gegeben hat, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin überzeugt, es gab noch jede Menge regionale Populationen, es gab noch jede Menge Vermischungen. So könnte es gewesen sein vor vielen 10.000 Jahren. Seitensprünge mit Neandertalern und anderen Verwandten. Doch gab es sie wirklich? Die Evolutionsbiologin Sabine Paul sagt ja. Und sie kann es belegen. Mit einem Besuch im Friseursalon. Dort trifft sie neben der Friseurin drei junge Frauen. Eine aus Europa, eine mit asiatischen und eine mit afrikanischen Wurzeln. In ihren Haaren liegt eine verborgene Botschaft aus der Steinzeit. Denn die Neandertaler stecken in unserem Erbgut. Man hat ja gefunden, dass die Neandertaler-Gene in uns vor allen Dingen das Keratin betreffen, das Protein, das in Haaren, in der Haut und auch in den Nägeln zu finden ist. Und ja, da haben wir uns an die neuen klimatischen Verhältnisse sehr gut angepasst. Das Ganze ist stärker geworden. Europäisches Haar, es besitzt viel von diesem Protein namens Keratin. Ja, und das ist ein Dehntest. Ja, umso dehnbarer die Haare sind, umso mehr Keratinstoffe sind enthalten. Das sieht sehr stark aus. Starke Haare sind ein guter Schutz, besonders vor Kälte. Als der frühe Homo sapiens aus Afrika nach Europa einwanderte, holte er sich beim Sex mit Neandertalern genetische Überlebenshilfe. Ja, für die Menschen gab es natürlich viele neue Faktoren, die auf sie zukamen. Das erste, das ist ganz offensichtlich, ist einfach mal die Temperatur. Wenn wir in die Eiszeit reinkommen, dann wird es sehr kalt und Haare haben natürlich eine ganz wichtige Schutzfunktion, was die Wärme angeht. Nicht umsonst haben die Tiere in der Eiszeit ja auch Wollnashorn oder Wollhaarmammuts gehabt. Das heißt, die entsprechenden Haare, das entsprechende Fell zu dem Klima, die als Wärmeschutz dienen. Diese Vorteile haben die Neandertaler auch an die Menschen in Asien weitervererbt. Kräftiges und dichtes Haar, jede Menge Keratin. Davon kann sich Sabine Paul anhand des philippinischen Modells selbst überzeugen. Unser drittes Modell hat einen afrikanischen Vater. Der Unterschied ist deutlich. Oh, das ist ja ganz anders. Ganz anders, das Haar, ja. Afrikanisches Haar ist grundsätzlich immer etwas trockener von der Struktur her, wie das europäische Haar. Das hat Gründe. Afrika ist der Ursprung des modernen Menschen. Wir sind eigentlich tropische Lebewesen. Als unsere Vorfahren aus Afrika auswandern, vermischen sie sich im vorderen Orient mit den Neandertalern und tragen die neuen Gene nach Europa und Asien. Die Menschen in Afrika bleiben ohne Neandertaler-Gene und brauchen sie auch gar nicht. Ihr Haar ist bereits perfekt an die Umgebung angepasst. Das Haar ist natürlich darauf spezialisiert, dass es sehr gut mit der Hitze und der UV-Strahlung, die stark kommt, auch umgehen kann. Es ist weniger darauf spezialisiert, mit Kälte umzugehen oder ja sehr reißfest zu sein. Das heißt, es kommt mit weniger Keratin durchaus auch aus. An der Universität Frankfurt will Sabine Paul noch mehr über das Protein Keratin erfahren. Hier werden künstliche Hautmodelle gezüchtet, um Verbrennungsopfern zu helfen. Nicht das Herz, sondern die Haut ist unser größtes Organ. Und Professor Stefan Kippenberger kennt ihre vielen Funktionen wie kaum ein anderer. Sie schützt uns und auf der anderen Seite verbindet sie uns auch. Sie verbindet uns mit der Umwelt. Wir können erkennen an der Haut, was in unserem Gegenüber vorgeht. Ob er blass um die Nase ist, ein bisschen nervös,
ob er rote Flecken bekommt, möglicherweise ist was Peinliches passiert, Scham im Spiel. Also diese beiden paradoxen Funktionen, verbinden und trennen, erfüllt die Haut. Und was würde passieren, wenn wir kein Keratin hätten? Das Keratin ist in erster Linie ein Stützprotein. Das hilft dabei, dass die Zellen ihre Form behalten. Das muss sich, kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Zelt, wie ein großes Zirkuszelt, was aufgespannt ist durch Seile, durch Stäbe innen drin, durch Stangen. So ähnlich sind auch eben Strukturen in unseren Zellen vorhanden, die dabei helfen, dass die Zelle nicht kollabiert, zusammenbricht. Und das Keratin ist ein Protein im Zusammenspiel mit anderen, was dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Keratinschicht der Haut bildet eine Barriere. Die Neandertaler-Gene schützen uns so gegen Kälte und Keime. Die Evolution oder die Genetik, die tickt ja jeden Tag in uns. Jede Sekunde, 7 Milliarden Mal passiert Evolution. Arbeiten Gene, bestimmen das, was wir fühlen, denken, essen mögen oder auch ablehnen. Das heißt, es ist das, was uns ja lebendig macht und ausmacht. Und von daher ist es wahnsinnig spannend, zu schauen, wie funktioniert das Ganze denn? Und wie können wir das, was wir aus der Vergangenheit lernen können, auch mitbringen, was sich bewährt hat, kombinieren mit dem, was wir heute als moderne Menschen so gerne tun oder machen möchten? Die Suche nach dem Neandertaler ist eine Suche auch nach unseren Wurzeln, denn sein Erbgut lebt in uns weiter. Archäologe Ralf Schmitz an der Fundstelle der ersten Neandertalerknochen. 1997 lässt er hier noch einmal graben. Sein Traum, den Rest des Skeletts finden. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es wirklich interessant wird, wenn wir dieses Grabungsareal betreten. Die eigentliche Ausgrabungsfläche liegt noch mehrere Meter unter der Geländeoberfläche. Sie ist durch Auffüllung geschützt. 20 Meter über uns war die kleine Feldhofer Grotte, die Fundstelle der originalen Neandertalerknochen. Die Felswand mit der Grotte ist durch den Kalkabbau komplett abgetragen. Das Höhlensediment muss im 19. Jahrhundert irgendwo im Tal gelandet sein. Die Chance, noch originale Knochenreste vom Neandertaler zu finden, die stand und fiel eigentlich damit, ob man dieses Erdreich aus den Höhlen 1856 aus dem Tal herausgefahren hatte oder nicht. Ausgerechnet unter einem Schrottplatz liegt die wahrscheinlichste Stelle. Er muss weichen. Und tatsächlich, die Archäologen finden ein Jochbein. Wir haben dieses Jochbein dann etwas gereinigt. Und dann zeigte sich, ja, das ist also nicht nur irgendein Knochenstück, sondern ein menschliches Jochbein. Wir haben dann einen Kunststoffschädel eines modernen Menschen zum Vergleich daneben gehalten und sahen, dieses neu gefundene Jochbein ist kräftiger. Da wurde sofort klar, das ist ein Neandertaler Jochbein. Knochen für Knochen wird das Skelett vervollständigt. 50 weitere Fragmente kommen hinzu. Das Jochbein lässt erahnen, wie er ausgesehen haben könnte, der erste Deutsche. Ein faszinierendes Puzzlespiel nach 40 Jahrtausenden. Die wichtigsten sind natürlich die, die an dieses alte Originalskelett anpassen. Und das erste Stück, was wir ansetzen konnten, ist ein kleines Bruchstück des linken Oberschenkelknochens. Wenn Sie sich diesen Oberschenkelknochen anschauen im Bereich des Kniegelenkes, dann sehen Sie sehr deutlich, dass kleine Stücke abgeplatzt sind. Das ist entstanden, als die Steinbrucharbeiter mit ihren Werkzeugen den Knochen im Erdreich getroffen haben. Eine Sternstunde der Archäologie. Der Knochen passt. Mir ist im ersten Moment wirklich schlecht geworden, mir ist der Kreislauf weggegangen, weil das ist von ganz besonderer Bedeutung. Es war der letzte Beweis, dass wir die Fundstelle im Neandertal wiederentdeckt haben. Der Fund weckt Hoffnungen. In Leipzig haben die Forscher des Max-Planck-Instituts ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen den genetischen Code des Neandertalers knacken. Es wäre eine Sensation. Noch nie wurde das Genom eines ausgestorbenen Menschen entschlüsselt. Ralf Schmitz stellt Ihnen das Material zur Verfügung. Mission Neandertaler Code. Seine Entschlüsselung erweist sich als Hindernisrennen. Wir haben ständig neue Methoden etablieren müssen, ständig andere Technologien. Wir haben ganz verschiedene Wege beschreiten müssen und es war ein ständiges Hoch und Runter und es war sehr spannend, es war sehr angespannt zum Teil auch, weil natürlich die Erwartungshaltung hoch war. Sie wird erfüllt. 2010 ist das Genom des Neandertalers entschlüsselt. Das Ergebnis überrascht die Forscher.
Die Neandertaler sind uns näher gekommen als bisher gedacht. Man hat sich ein bisschen gemischt und es gibt ein bisschen vom Neandertaler in uns. Aber wie viel ist es genau? Um das zu klären, vergleichen die Forscher die Neandertaler-DNA mit dem Erbgut von Frauen und Männern aus 5 verschiedenen Erdteilen. Der Befund ist eindeutig. Das Erbe des Neandertalers ist auf der Erde sehr unterschiedlich verteilt. Am erstaunlichsten war das Resultat natürlich, dass wir diesen kleinen Beitrag in Europäern und Asiaten finden, aber nicht in Afrikanern. Das heißt, es ist wirklich was scheinbar in Europa und Asien passiert ist, nicht in Afrika, was quasi wir Europäer und Asiaten gemeinsam haben und was den Afrikanern fehlt. Ein kleiner Bestandteil des Neandertaler-Genoms. Für den größeren Teil der Menschheit gilt daher, wir sind alle ein bisschen Neandertaler. Mehr oder weniger. Doch dieser Erkenntnis reicht den Forschern nicht. Wer mit wem Sex gehabt hat vor 30.000, 40.000 Jahren, kümmert mich eigentlich nicht. Die dürfen, was die wollen, da machen für mich. Was mich interessiert, ist, was mich beeinflusst heute. Was für ein schönes Paar. Homo sapiens und Neandertaler. Dass unsere Vorfahren Sex mit Neandertalern hatten, war für viele erstmal ein Schock. Denn allzu fremd wirken diese urzeitlichen Gesellen heute auf uns. Wir denken über die Vergangenheit mit unseren modernen Gehirnen nach. Wenn ich sage Gehirn, meine ich unsere Vorstellungen, Werte und Ideale. Ich hatte eine Studentin, die meinte, um mit diesen Jungs Sex zu haben, hätte man die gleiche Sprache sprechen müssen. Für sie war selbstverständlich, dass man nur mit jemandem Sex hat, mit dem man sprechen kann. Ich erklärte ihr, das sei nicht zwingend notwendig. Es gibt in der Geschichte genug Beispiele, die belegen, es waren nicht immer nur Liebe und Freundschaft, die zum Genfluss zwischen Menschengruppen führten. Möglicherweise war die steinzeitliche Welt ja etwas anders als die, mit der wir vertraut sind. Noch immer gibt es viele Vorurteile über die Steinzeit und ihre Menschen. Vor allem der Ruf des Neandertalers ist bei manchen bis heute denkbar schlecht. Schuld an diesem schlechten Image ist der Arzt Rudolf Virchow aus Berlin, der Erfinder der Pathologie, einer der berühmtesten Mediziner seiner Zeit. Virchow glaubt nicht an die Existenz von Urmenschen. Die Knochen des Neandertalers, so sein Fehlurteil, stammen von einem modernen Menschen, der krank und schrecklich deformiert war. Die Knochen eines Kranken, Virchows Wort, prägt das Klischee vom tumben Neandertaler bis heute. Es ist schier unausrottbar, der nicht aufrechtgehende, mit dumpfem Blick, mit der Keule in der Hand. Das ist schon ein schlimmes Zerrbild. Rufmord nach 40.000 Jahren. Der Neandertaler als haariger Wilder, mehr Affe als Mensch, brutal und dumm, ein Steinzeittölpel, uns in jeder Hinsicht unterlegen. Doch ist dieses Zerrbild ganz falsch? Funde in der kroatischen Höhle von Krapina scheinen einige Vorurteile zu bestätigen. Hier in Krapina haben wir die Überreste von 25 bis 28 Individuen, wenn man nur von den Zähnen ausgeht. Wenn man die Schädelknochen nimmt, dann könnten es noch mehr sein. Doch etwas stimmt hier nicht. Der Fund von Krapina nährt einen grausigen Verdacht. Die Neandertaler, die hier lebten, haben möglicherweise nicht nur das Fleisch von Tieren gegessen, sondern auch von Menschen. Einige Leute glauben an Kannibalismus. Den Grund dafür kennen wir nicht. Es könnte ein Ritual gewesen sein oder sie haben gehungert. In jedem Fall ist Krapina eine sehr ungewöhnliche Fundstelle. Es gibt ja auch Schnittspuren an den Knochen. Es sieht aus, als wären sie irgendwie zerteilt worden. Doch die Kerben am Schädel lassen sich auch anders deuten, als Ausdruck einer höheren Kultur. Hier sind viele Kratzer, die ganz eng und dicht sind. Jemand hat versucht, dieses Wesen, diese Person, die gerade gestorben war, zu kennzeichnen.
Das ist ein ganz ungewöhnliches Verhalten für Neandertaler. Wir wissen nichts Genaues, aber es könnte ein Beleg für symbolisches Handeln sein. Diese und andere Indizien haben das Bild vom Neandertaler verändert. Heute wissen wir, sie waren soziale Wesen, wirkliche Menschen, unser Spiegelbild. Als geschickte Jäger verfeinerten sie ihre Fähigkeiten über viele Generationen hinweg. Die sind sehr, sehr ähnlich zu uns gewesen. Sind nicht so unterschiedlich zu uns. Die lebten auch in Gruppen, die haben sich wahrscheinlich auch um ihre Kranken gekümmert. Die waren nicht sehr einfache und brutale Menschen. Die waren relativ ähnlich zu uns. Wie sehr ähnelten sie uns? Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut will es genauer wissen. Mit modernsten Methoden erforscht er Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen modernen Menschen und Neandertalern. Wenn Sie einen Neandertaler auf der Straße treffen würden, käme Ihnen sein Gesicht und sein Kopf am seltsamsten vor. Sie hatten große Köpfe mit einem Gehirn so groß wie unseres, aber das Gesicht ist weit nach vorn geschoben. Diese wuchtige Stirn ist ein Hauptunterschied zwischen modernen Menschen und Neandertalern. Große Wülste über den Augenhöhlen, sehr große Augenhöhlen und das ganze Gesicht vorgeschoben, ohne Kinn. Aber eigentlich ist die Frage, wo im Inneren die Unterschiede sind. Auffällig ist, wie wenig die Neandertaler sich über Jahrtausende veränderten. Angestammte Jagdtechniken und Waffen behielten sie lange bei und sie vermehrten sich kaum. Wir gehen davon aus, dass Neandertaler in Gruppen lebten von vielleicht 20 Personen. Die Gesamtpopulationsgröße der Neandertaler dürfte 20.000 nicht überschritten haben. Ihre Heimat, das eiszeitliche Europa, war im Süden bedeckt von dichtem Laubwald, in der Mitte Nadelhölzer, im Norden Strauchtundra. Skandinavien ist eine unwirtliche Halbwüste, gekrönt von einem Eisschild. Nur wenige tausend Neandertaler besiedeln dieses riesige Gebiet, von Spanien bis Westsibirien. Überall haben sie Spuren hinterlassen. Jeder Punkt steht für eine Fundstelle. Die Neandertaler jagten in ihren riesigen Revieren ständig nach Nahrung. Sie aßen sehr viel Fleisch, vor allem das von Großwild. Um genügend Tiere zu erlegen, mussten sie sich so viel bewegen wie heutige Leistungssportler. Ihre Körper waren an das karge Nahrungsangebot und die Umwelt im steinzeitlichen Europa angepasst. Hochspezialisierte Gene sorgten dafür, dass die Nahrung auch in Hungerzeiten besonders gut verwertet werden konnte. Schließlich gab es nicht jeden Tag Frischfleisch. Die Fettreserven mussten notfalls lange vorhalten. Einige dieser Gene haben wir von den Neandertalern geerbt. In der Eiszeit waren sie überlebenswichtig, doch heute führen sie oft zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes. Es gibt da mehrere Erklärungen, wie sowas passieren kann. Eine der Erklärungen ist, dass wir jetzt in völlig anderen Situationen sind als unsere Vorfahren. Insofern, dass wir regelmäßig essen und nicht mehr rausgehen müssen und unser Essen jagen. Dass dadurch gewisse Dinge, die früher von Vorteil waren, jetzt zum Nachteil geworden sind. Der Steinzeitmensch in uns fordert seinen Tribut. Er will fette und süße Nahrung in großen Mengen, und zwar schnell. Es sind die Gene aus der Urzeit, die uns ganz wild machen, nach Fastfood. Ja, unser Hirn speist tatsächlich im Neandertal, so kann man das sagen, weil es auf der Suche nach dem Fettreichen, nach dem Süßen ist und die Gehirnentwicklung uns einfach dahin gebracht hat, genau diese Nahrungsquellen immer zu suchen. Und wir haben auch keine Stoppsignale, keine Bremsen in uns, weil diese Dinge so schwierig zu beschaffen sind und so wahnsinnig wertvoll für das Gehirn auch sind. Und deshalb liebt das Gehirn, ja, im Neandertal unterwegs zu sein. Neandertaler kamen schließlich nur sehr selten an Süßes oder an Fetthaltiges heran.
Sie mussten aus jeder Nahrung so viel Energie gewinnen, wie nur irgend möglich. Heute ist es zum Trend geworden, wieder so zu essen wie steinzeitliche Jäger und Sammler. Paleo, so heißt die neue Diät. Ihre Anhänger glauben, dass sie gesünder sei und Zivilisationskrankheiten vorbeuge. Wie könnte heute Ernährung aussehen, die so war wie vor 40.000 Jahren? Boris Leite führt ein solches Paleo-Restaurant in Berlin. Er ist überzeugt davon, dass etwas mehr Steinzeit auf dem Teller uns gut bekommen würde. Heute kochen wir eine Keule, eine Lammkeule, aber auch die Innereien, also Leber, Herz und Knochen. Das Knochenmark wird dann geröstet. Und was ist daran jetzt Paleo, also steinzeitlich? Paleo dran ist, ist erstmal das Fehlen von bestimmten Lebensmitteln. Also Getreideprodukte sind nicht dabei, keine Milchprodukte und keine pflanzlichen Öle. Wir arbeiten ja nur mit naturbelassenen Zutaten und alles, was schon in die Zeit der Jäger-Sammler schon gegeben hat. Ja. Der Paleo-Koch mag, was andere wegwerfen. Heute essen wir keine Innereien mehr zum Beispiel. Und daher haben wir auch viel mehr, weniger Energie, viel mehr, weniger Nährstoffe aus das, was wir essen. Damals haben sie sich nur ernährt von sehr nährstoffreichen Lebensmitteln. Und dann tatsächlich haben sie auch Bedarf daran gehabt, weil sie sich auch konstant bewogen haben. Zum Anhänger der Paleo-Küche wurde er aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe vor 6 Jahren meine Ernährung umgestellt auf die Paleo-Ernährung und festgestellt, dass ich damit Krankheiten überwinden konnte. Asthma, Allergien und Müdigkeit sind dank Paleo passé, sagt Boris Leite. Das Menü ist fertig zum Servieren. Heute ist ein Experte Gast. Markus Bock von der Charité in Berlin leitet eine Studie über die Wirkung von Steinzeitessen. Die Ergebnisse, die wir jetzt in unserer Studie vorliegen haben, die deuten darauf hin, dass eine Urernährung, wie wir sie nach dem Neandertaler-Prinzip kennen, dazu beitragen kann, neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, verschiedene Demenzformen auch noch, Parkinson oder Multiple Sklerose zu lindern bzw. die Lebensqualität zu verbessern, eventuell sogar auch eine Therapieoption darstellen können. Überraschend war für uns natürlich zu sehen, dass unter einer fettreichen Ernährung sich hier der Blutfettspiegel verbessert hat. Die Neandertaler ernährten sich fettreich und kohlenhydratarm. Vielleicht waren sie damit klüger als gedacht. Die waren ja muskulöser, viel geschwindiger und schneller, als dass wir das sind. Und außerdem hatten die auch kannten die moderne Krankheiten nicht. Also ich glaube, im Vergleich zu uns sollen wir vielleicht mal dieses Bild müssen korrigieren. Und wir sind wahrscheinlich im Vergleich eher die dumme und plumpe Mensch im Vergleich zu einem Neandertaler. Für sein Restaurant sind die Neandertaler das große Vorbild. Back to the roots ist das Motto der Paleo-Diät. Das führt ja alles zurück auf die Steinzeitmensch. Also die Neandertaler, die wussten genau, was gut war für uns und wie wir uns heilen könnten mit Essen. Ich glaube, daher waren die doch ein Stückchen intelligenter als der Mensch heute. Wie gut also, dass wir Neandertaler-Gene in uns tragen. 2% sind es bei modernen Menschen, dem Homo sapiens sapiens. Und das bleibt so, dafür sorgt schon die Natur. Jedes dieser Paare wird die Urzeitgene weitergeben. Und diese bestimmen auch die Partnerwahl. Die Erotik ist nichts anderes als ein raffinierter Trick der Natur. Jedenfalls in den Augen einer Evolutionsbiologin. Ja, was wir hier sehen, ist eine ganz elegante Lösung für eines der größten Rätsel der Menschen überhaupt. Wie finde ich die optimalen Gene in den Menschen um mich herum, mit denen ich mich fortpflanzen kann, mit denen ich zusammenleben kann? Ganz klare Signale sieht man an der Bewegung zum Beispiel des Beckens. Wie beweglich ist das Becken der Frauen, aber auch der Männer? Ganz wichtig bei der Partnerwahl, passt es gut? Was man auch sieht, ist der Rhythmus, ob die Rhythmen zusammenpassen.
So hat auch der Neandertaler einige passende Gene beigesteuert. Sie müssen zentral sein, sonst hätten sie sich nicht so lange gehalten. Und in der Evolution verschwindet im Laufe der Zeit alles, was schädlich ist. Die Gene der Neandertaler haben uns geholfen zu überleben. Doch waren sie die einzige andere Menschenart, die sich mit uns kreuzte? Eine Frage, die hochaktuell ist. Die Entdeckung des neuen Denisova-Menschen in Sibirien hat die Forscher aufhorchen lassen. In seiner Höhle lebte er zeitgleich mit Menschen und Neandertalern. Hat auch er uns Gene hinterlassen? Was wir noch nicht wissen, ist, wie weit verbreitet waren die in Asien. Waren die überall in Asien? Waren die zu gewissen Zeiten nur in gewissen Gebieten? Wir wissen aber, dass die haben beigetragen zum jetzt lebenden Menschen in Asien. Die Geschichte der Menschheit, neuester Stand. Vor 500.000 Jahren entwickeln sich die Vorfahren des modernen Menschen und des Neandertalers auseinander. Die Vorfahren des Neandertalers wandern aus, siedeln im Mittleren Osten und ganz Europa. Neu ist, von ihnen spalten sich nochmals die Denisova-Menschen ab und besiedeln weite Teile Asiens. Verschiedene Menschenarten bevölkern die Erde zur selben Zeit. Und nicht nur das. Was mich wirklich nachhaltig überrascht hat, war, dass diese verschiedenen Arten von Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben, sich auch häufig miteinander gemischt haben. Und zwar so häufig, dass es für mich so scheint, als wäre das eher die Normalität als die Ausnahme gewesen. Vor 100.000 bis 50.000 Jahren wandern unsere direkten Vorfahren aus Afrika aus. Sie vermischen sich zuerst mit Neandertalern, später auch mit Denisova-Menschen in Asien. Deren Erbgut verbreitet sich immer weiter, bis in den pazifischen Raum und nach Australien. Die Gene der Denisova-Menschen überleben. Bis zu 5% Denisova-Erbgut finden sich bei den Ureinwohnern von Papua-Neuguinea und den australischen Aborigines. Die Denisovans sind eine Schwestergruppe der Neandertaler. Mit anderen Worten, in den letzten 500.000 Jahren kam es zu einer großen Teilung zwischen Afrika, wo unsere Vorfahren entstanden und aufbrachen, um den Rest der Welt zu kolonisieren. Wir dachten immer, Eurasien sei das Land der Neandertaler gewesen, aber das ist jetzt komplizierter. Es ist jetzt das Land der Neandertaler und der Denisovans. Die alte Grundregel bleibt erhalten. Die Wiege des modernen Menschen, unserer aller Vorfahren, stammt in Afrika. Der Fakt, dass die Menschen in Afrika entstanden und dann aus Afrika auswanderten, das wird bleiben. Wir fügen Äste zum Stammbaum dazu, aber nehmen keine bestehenden weg. Erstaunlich ist, alle anderen Äste dieses Stammbaums sterben ab. Neandertaler und Denisovans verschwinden, kurz nachdem der moderne Mensch in Europa erscheint. Die Ankunft der Homo sapiens ist der Anfang vom Ende unserer Geschwister. Sind wir modernen Menschen schuld daran, dass sie ausgestorben sind? Haben wir ihre Lebensgrundlage zerstört oder ihnen noch Schlimmeres angetan? Die Forscher glauben nicht an einen Brudermord. Der moderne Mensch ist nicht direkt dafür verantwortlich, dass Denisova und Neandertaler verschwunden sind, sondern die Neandertaler und Denisova sind dafür verantwortlich, dass sie verschwunden sind. Denn sie waren, haben eben eine bestimmte Lebensweise gehabt, die eben nicht so erfolgreich war wie die von Homo sapiens. Warum waren wir erfolgreicher? Liegt das an den Genen? Forscher des Max-Planck-Instituts in Leipzig suchen nach dem kleinen Unterschied, der uns allein überleben ließ. Dabei hilft, die Genome von Neandertalern und modernen Menschen können jetzt direkt miteinander verglichen werden. Und es sind ja einige Sachen, die ganz merkwürdig sind. Nur wir und alle diese anderen Menschenformen, die jetzt ausgestorben sind, sind zu 7 Milliarden Menschen gekommen. Nur wir haben eine Technologie entwickelt, die sich so rasant verändert. Nur wir haben
bildende Kunst gemacht und Musik und so weiter. Irgendwas hat sich da sehr drastisch verändert. Kunst ist ein Alleinstellungsmerkmal des modernen Menschen. Diese Figuren von der Schwäbischen Alb sind rund 40.000 Jahre alt. Symbolisieren sie, was uns erfolgreicher machte als Neandertaler und Denisova-Menschen? Kunst hat eine ganz fantastische Eigenschaft. Sie bringt Menschengruppen zusammen und sie erlaubt uns, über das, was jetzt ist und real ist, hinaus in die Zukunft zu denken, in Dinge, wie sie sein könnten, wie wir sie uns machen könnten. Und wenn sie das schaffen, mithilfe der Kunst, eine Menschengruppe so zusammenzubringen, dass sie sich auf so ein Ziel, auf so eine Vision, auf das, was sie erreichen könnten, einigen und dann gemeinsam dieses Ziel verfolgen, dann haben sie natürlich einen großen Vorteil gegenüber anderen, die das vielleicht nicht mit so einer Überzeugung und ausgerichtet verfolgen. Die Neandertaler waren weniger erfinderisch als moderne Menschen. Das ist eine mögliche Erklärung für ihr Aussterben. Aber es gibt noch weitere. Sie vermehrten sich nur sehr langsam, im Gegensatz zu uns. Vermutlich haben wir ihnen Jagdreviere und Nahrung erst streitig gemacht und dann ganz genommen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass wir sie direkt getötet haben. Es war ein langsames Verlöschen vor 39.000 Jahren. Zur gleichen Zeit verliert sich auch die Spur des Denisova-Menschen. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es nur noch eine einzige Art gibt. Das sollte man vielleicht ganz deutlich dazu sagen. Also das ist nicht der Normalfall, sondern das ist ein Spezialfall. Ja. Wir moderne Menschen sind seitdem allein auf dieser Welt. Doch all die anderen leben in uns weiter. Ihre Gene sind sichtbar in unseren Haaren. Sie führen uns bei der Partnerwahl. Sie beeinflussen, auf was wir Appetit haben. Wir sind die Einzigen, aber die Gewinner der Evolutionsgeschichte sind wir deshalb noch lange nicht. Also wenn ich mir die Neandertaler anschaue, die waren ja durchaus sehr erfolgreich. Also die gibt es seit ein paar hunderttausend Jahren, die Vorläufer und so. Der Höhepunkt war vor 40.000 Jahren. Und also die Neandertaler in ihrer Gesamtheit gab es länger als uns. Ja. Also ich glaube, das müssen wir erst noch beweisen, dass wir erfolgreicher sind als die Neandertaler. Die Akte Mensch. Viele Kapitel haben Neandertaler und all die anderen Menschen geschrieben, die es nicht mehr gibt. Was die Zukunft bringt, liegt an uns. Alleine. Des philippinischen Modells selbst überzeugen. Unser drittes Modell hat einen afrikanischen Vater. Der Unterschied ist deutlich. Oh, das ist ja ganz anders. Ganz anders, das Haar, ja. Afrikanisches Haar ist grundsätzlich immer etwas trockener von der Struktur her wie das europäische Haar. Das hat Gründe. Afrika ist der Ursprung des modernen Menschen. Wir sind eigentlich tropische Lebewesen. Als unsere Vorfahren aus Afrika auswandern, vermischen sie sich im vorderen Orient mit den Neandertalern und tragen die neuen Gene nach Europa und Asien. Die Menschen in Afrika bleiben ohne Neandertaler-Gene und brauchen sie auch gar nicht. Ihr Haar ist bereits perfekt an die Umgebung angepasst. Das Haar ist natürlich darauf spezialisiert, dass es sehr gut mit der Hitze und der UV-Strahlung, die stark kommt, auch umgehen kann. Es ist weniger darauf spezialisiert, mit Kälte umzugehen oder ja sehr reißfest zu sein. Das heißt, es kommt mit weniger Keratin durchaus auch aus. An der Universität Frankfurt will Sabine Paul noch mehr über das Protein Keratin erfahren. Hier werden künstliche Hautmodelle gezüchtet, um Verbrennungsopfern zu helfen. Nicht das Herz, sondern die Haut ist unser größtes Organ. Und Professor Stefan Kippenberger kennt ihre vielen Funktionen wie kaum ein anderer. Sie schützt uns und auf der anderen Seite verbindet sie uns auch. Sie verbindet uns mit der Umwelt. Sie
Wir können erkennen an der Haut, was in unserem Gegenüber vorgeht. Ob er blass um die Nase ist, ein bisschen nervös, ob er rote Flecken bekommt, möglicherweise ist was Peinliches, passiert Scham im Spiel. Also diese beiden paradoxen Funktionen, verbinden und trennen, erfüllt die Haut. Und was würde passieren, wenn wir kein Keratin hätten? Das Keratin ist in erster Linie ein Stützprotein. Das hilft dabei, dass die Zellen ihre Form behalten. Das muss sich, kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Zelt, wie ein großes Zirkuszelt, was aufgespannt ist durch Seile, durch Stäbe innen drin, durch Stangen. So ähnlich sind auch eben Strukturen in unseren Zellen vorhanden, die dabei helfen, dass die Zelle nicht kollabiert, zusammenbricht. Und das Keratin ist ein Protein im Zusammenspiel mit anderen, was dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Keratinschicht der Haut bildet eine Barriere. Die Neandertaler-Gene schützen uns so gegen Kälte und Keime. Die Evolution oder die Genetik, die tickt ja jeden Tag in uns. Jede Sekunde, 7 Milliarden Mal passiert Evolution. Arbeiten Gene, bestimmen das, was wir fühlen, denken, essen mögen oder auch ablehnen. Das heißt, das ist das, was uns ja lebendig macht und ausmacht. Und von daher ist es wahnsinnig spannend, zu schauen, wie funktioniert das Ganze denn? Und wie können wir das, was wir aus der Vergangenheit lernen können, auch mitbringen, was sich bewährt hat, kombinieren mit dem, was wir heute als moderne Menschen so gerne tun oder machen möchten. Die Suche nach dem Neandertaler ist eine Suche auch nach unseren Wurzeln, denn sein Erbgut lebt in uns weiter. Archäologe Ralf Schmitz an der Fundstelle der ersten Neandertalerknochen. 1997 lässt er hier noch einmal graben. Sein Traum, den Rest des Skeletts finden. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es wirklich interessant wird, wenn wir dieses Grabungsareal betreten. Die eigentliche Ausgrabungsfläche liegt noch mehrere Meter unter der Geländeoberfläche. Sie ist durch Auffüllung geschützt. 20 Meter über uns war die kleine Feldhofer Grotte, die Fundstelle der originalen Neandertalerknochen. Die Felswand mit der Grotte ist durch den Kalkabbau komplett abgetragen. Das Höhlensediment muss im 19. Jahrhundert irgendwo im Tal gelandet sein. Die Chance, noch originale Knochenreste vom Neandertaler zu finden, die stand und fiel eigentlich damit, ob man dieses Erdreich aus den Höhlen 1856 aus dem Tal herausgefahren hatte oder nicht. Ausgerechnet unter einem Schrottplatz liegt die wahrscheinlichste Stelle. Er muss weichen. Und tatsächlich, die Archäologen finden ein Jochbein. Wir haben dieses Jochbein dann etwas gereinigt. Und dann zeigte sich, ja, das ist also nicht nur irgendein Knochenstück, sondern ein menschliches Jochbein. Wir haben dann einen Kunststoffschädel eines modernen Menschen zum Vergleich daneben gehalten und sahen, dieses neu gefundene Jochbein ist kräftiger. Da wurde sofort klar, das ist ein Neandertaler Jochbein. Knochen für Knochen wird das Skelett vervollständigt. 50 weitere Fragmente kommen hinzu. Das Jochbein lässt erahnen, wie er ausgesehen haben könnte, der erste Deutsche. Ein faszinierendes Puzzlespiel nach 40 Jahrtausenden. Die wichtigsten sind natürlich die, die an dieses alte Originalskelett anpassen. Und das erste Stück, was wir ansetzen konnten, ist ein kleines Bruchstück des linken Oberschenkelknochens. Wenn Sie sich diesen Oberschenkelknochen anschauen im Bereich des Kniegelenkes, dann sehen Sie sehr deutlich, dass kleine Stücke abgeplatzt sind. Das ist entstanden, als die Steinbrucharbeiter mit ihren Werkzeugen den Knochen im Erdreich getroffen haben. Eine Sternstunde der Archäologie. Der Knochen passt. Mir ist im ersten Moment wirklich schlecht geworden, mir ist der Kreislauf weggegangen. Weil das ist von ganz besonderer Bedeutung. Es war der letzte Beweis, dass wir die Fundstelle im Neandertal wiederentdeckt haben. Der Fund weckt Hoffnungen. In Leipzig haben die Forscher des Max-Planck-Instituts ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen den genetischen Code des Neandertalers knacken. Es wäre eine Sensation. Noch nie wurde das Genom eines ausgestorbenen Menschen entschlüsselt. Ralf Schmitz stellt Ihnen das Material zur Verfügung. Mission Neandertaler Code. Seine Entschlüsselung erweist sich als Hindernisrennen. Wir haben ständig neue Methoden etablieren müssen. Ständig. Wir öffnen die Akte Mensch. Denn es gibt Neuigkeiten über uns und unsere Vorfahren. Es gab eine Zeit, da waren wir modernen Menschen nicht allein auf dieser Welt.
Da waren noch andere, die Neandertaler. Lange glaubten wir, sie waren die einzigen neben uns. Doch eine Entdeckung in Sibirien in einer abgelegenen Höhle verändert alles. Dass es was ganz Neues wäre, hätte ich wirklich nicht gedacht. Der winzige Knochen stammt von einer unbekannten dritten Menschenart, die zeitgleich mit uns lebte. Eine Sensation. Als ich ein Student war, schien es mir, als sei ich zu spät auf die Welt gekommen. Ich glaubte, alle Fossilien seien bereits beschrieben und alle Entdeckungen schon gemacht. Ich hätte nicht falscher liegen können. Der neu entdeckte Mensch ist kein Homo sapiens wie wir und auch kein Neandertaler, aber er lebte mit beiden zusammen. Es ist natürlich ein neues Kapitel insofern, als klar wird, dass es eben nicht nur sozusagen eine Gruppe von Menschen gibt, die sich irgendwie entwickeln, sondern mehrere. Doch wo sind unsere Verwandten geblieben? Die Akte Mensch, jetzt in ZDF History. Das Altai-Gebirge in Sibirien, eine bis heute fast unberührte Landschaft. Nur sehr wenige Menschen verirren sich in diese Wildnis, die eine wissenschaftliche Sensation verbarg. Den Beweis für eine dritte Menschenart, die gleichzeitig mit dem Neandertaler und Homo sapiens lebte. Der Fundort unseres unbekannten Verwandten liegt an der russischen Grenze zu Kasachstan und der Mongolei. Die nächstgrößte Stadt, Novosibirsk, ist mehr als 200 Kilometer entfernt. Hier liegt sie, die Höhle von Denisova. Derzeit eine der spannendsten archäologischen Grabungsstätten der Welt. Experten der Russischen Akademie der Wissenschaften legen eine steinzeitliche Schicht nach der anderen frei. Die Forscher finden Spuren menschlicher Besiedlung, darunter etliche Knochenreste. Unscheinbare Funde, die unser Wissen von der menschlichen Evolution verändern. Einige werden nach Leipzig geschickt, ins Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das Ergebnis der Genanalyse verschlägt Johannes Krause fast die Sprache. Er ruft umgehend seinen Chef an, Svante Paabo. Ich war zu der Zeit, als die Ergebnisse bekommen in Amerika, und haben dann einen Telefonanruf bekommen von Johannes und hat so gefragt, ob ich mich hinsetzen kann, bevor ich höre, was er zu sagen hat. Und ich habe fast Angst bekommen, dass was Furchtbares passiert wäre. Es ist das Gegenteil, ein Glückstreffer. Svante Paabo hat mit seinen Methoden schon einige Überraschungen erlebt. Er gilt als Begründer der Paläogenetik, die Erbgut aus uralten Knochen gewinnt. Doch auf dieses Ergebnis war auch er nicht vorbereitet. Ich war ja ganz überzeugt, wenn wir diesen kleinen Knochen bekommen haben, dass es war entweder einen modernen Menschen oder einen Neandertaler. Ich wollte eigentlich nur herausfinden, was von den beiden es war. Dass es was ganz Neues wäre, hätte ich wirklich nicht gedacht. Paabo reist nach Sibirien, um den Fundort persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Grabungen zeigen, offenbar haben hier moderne Menschen, Neandertaler und noch eine dritte Menschenart zusammengelebt. Eine Art Multikulti-Höhle in der Steinzeit. Für die Forscher öffnet sich ein neuer Horizont. Haben sich die drei Gruppen vermischt? Und gab es noch weitere Menschenarten, die hier und anderswo zusammenlebten? Jetzt danach bin ich natürlich offener und sage, vielleicht findet man zusätzlich solche Sachen in der Zukunft auch. Doch ist es wirklich eine neue Menschenart? Die Forscher wollen auf Nummer sicher gehen. Unter den Funden in der Höhle ist ein sehr gut erhaltener, ungewöhnlich großer Zahn. Auch dieser wird zur Analyse nach Leipzig geschickt. Kai Prüfer ist Genetiker im Team von Svante Paabo. Für ihn ist der Zahn die Sternstunde seiner Forschungen. Es ist nicht nur, dass wir da wahnsinnig viele Proben finden, sondern die DNA in den Knochen ist wahnsinnig gut erhalten.
Und das hilft uns natürlich, dann ein richtig gutes Genom zu sequenzieren. Der Zahn gibt Gewissheit. Die Funde aus der Höhle stammen von einer bislang unbekannten Menschenart. Der Denisova-Mensch lebte vermutlich bis 30.000 vor Christus in Sibirien und China. Wie er aussah, das verrät sein Erbgut nicht. Doch bislang rätselhafte Schädelfunde aus Asien, die jetzt ihm zugeschrieben werden, geben Anhaltspunkte. Wenn Sie diesen Menschen im Flur unseres Instituts treffen würden, Sie würden sofort erkennen, dass es sich um keinen normalen Angestellten der Max-Planck-Gesellschaft handeln kann. Beachten Sie nur die Größe der Augenwülste und die fliehende, fast flache Stirn. Der Unterschied zum modernen Menschen muss spektakulär gewesen sein. Und auch zum Neandertaler gab es markante Unterschiede. Mit der Entdeckung des Menschen aus Sibirien haben wir, die modernen Menschen, unverhofft Zuwachs bekommen. Die Neandertaler sind nicht mehr unsere einzigen Brüder. Wir haben noch weitere Geschwister. Gehirn so groß wie unseres, aber das Gesicht ist weit nach vorn geschoben. Diese wuchtige Stirn ist ein Hauptunterschied zwischen modernen Menschen und Neandertalern. Große Wülste über den Augenhöhlen, sehr große Augenhöhlen und das ganze Gesicht vorgeschoben, ohne Kinn. Aber eigentlich ist die Frage, wo im Inneren die Unterschiede sind. Auffällig ist, wie wenig die Neandertaler sich über Jahrtausende veränderten. Angestammte Jagdtechniken und Waffen behielten sie lange bei und sie vermehrten sich kaum. Wir gehen davon aus, dass Neandertaler in Gruppen lebten von vielleicht 20 Personen. Die Gesamtpopulationsgröße der Neandertaler dürfte 20.000 nicht überschritten haben. Ihre Heimat, das eiszeitliche Europa, war im Süden bedeckt von dichtem Laubwald, in der Mitte Nadelhölzer, im Norden Strauchtundra. Skandinavien ist eine unwirtliche Halbwüste, gekrönt von einem Eisschild. Nur wenige tausend Neandertaler besiedeln dieses riesige Gebiet, von Spanien bis Westsibirien. Überall haben sie Spuren hinterlassen. Jeder Punkt steht für eine Fundstelle. Die Neandertaler jagten in ihren riesigen Revieren ständig nach Nahrung. Sie aßen sehr viel Fleisch, vor allem das von Großwild. Um genügend Tiere zu erlegen, mussten sie sich so viel bewegen wie heutige Leistungssportler. Ihre Körper waren an das karge Nahrungsangebot und die Umwelt im steinzeitlichen Europa angepasst. Hochspezialisierte Gene sorgten dafür, dass die Nahrung auch in Hungerzeiten besonders gut verwertet werden konnte. Schließlich gab es nicht jeden Tag Frischfleisch. Die Fettreserven mussten notfalls lange vorhalten. Einige dieser Gene haben wir von den Neandertalern geerbt. In der Eiszeit waren sie überlebenswichtig, doch heute führen sie oft zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes. Es gibt da mehrere Erklärungen, wie sowas passieren kann. Eine der Erklärungen ist, dass wir jetzt in völlig anderen Situationen sind als unsere Vorfahren. Insofern, dass wir regelmäßig essen und nicht mehr rausgehen müssen und unser Essen jagen. Dass dadurch gewisse Dinge, die früher von Vorteil waren, jetzt zum Nachteil geworden sind. Der Steinzeitmensch in uns fordert seinen Tribut. Er will fette und süße Nahrung in großen Mengen, und zwar schnell. Es sind die Gene aus der Urzeit, die uns ganz wild machen, nach Fast Food. Ja, unser Hirn speist tatsächlich im Neandertal, so kann man das sagen, weil es auf der Suche nach dem Fettreichen, nach dem Süßen ist und die Gehirnentwicklung uns einfach dahin gebracht hat, genau diese Nahrungsquellen immer zu suchen. Und wir haben auch keine Stoppsignale, keine Bremsen in uns, weil diese Dinge so schwierig zu beschaffen sind und so wahnsinnig wertvoll für das Gehirn auch sind. Und deshalb liebt das Gehirn, im Neandertal unterwegs zu sein. Neandertaler kamen schließlich nur sehr selten an Süßes oder an Fetthaltiges heran.
Sie mussten aus jeder Nahrung so viel Energie gewinnen, wie nur irgend möglich. Heute ist es zum Trend geworden, wieder so zu essen wie steinzeitliche Jäger und Sammler. Paleo, so heißt die neue Diät. Ihre Anhänger glauben, dass sie gesünder sei und Zivilisationskrankheiten vorbeuge. Wie könnte heute Ernährung aussehen, die so war wie vor 40.000 Jahren? Boris Leite führt ein solches Paleo-Restaurant in Berlin. Er ist überzeugt davon, dass etwas mehr Steinzeit auf dem Teller uns gut bekommen würde. Heute kochen wir eine Keule, eine Lammkeule, aber auch die Innereien, also Leber, Herz und Knochen. Das Knochenmark wird dann geröstet. Und was ist daran jetzt Paleo, also steinzeitlich? Paleo dran ist erstmal das Fehlen von bestimmten Lebensmitteln. Also Getreideprodukte sind nicht dabei, keine Milchprodukte und keine pflanzlichen Öle. Wir arbeiten ja nur mit naturbelassenen Zutaten und alles, was schon in die Zeit der Jäger-Sammler schon gegeben hat. Ja. Der Paleo-Koch mag, was andere wegwerfen. Heute essen wir keine Innereien mehr zum Beispiel. Und daher haben wir auch viel weniger Energie, viel weniger Nährstoffe aus das, was wir essen. Damals haben sie sich nur ernährt von sehr nährstoffreichen Lebensmitteln. Und dann tatsächlich haben sie auch Bedarf daran gehabt, weil sie sich auch konstant bewogen haben. Zum Anhänger der Paleo-Küche wurde er aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe vor 6 Jahren meine Ernährung umgestellt auf die Paleo-Ernährung und festgestellt, dass ich damit Krankheiten überwinden konnte. Asthma, Allergien und Müdigkeit sind dank Paleo passé, sagt Boris Leite. Das Menü ist fertig zum Servieren. Heute ist ein Experte Gast. Markus Bock von der Charité in Berlin leitet eine Studie über die Wirkung von Steinzeitessen. Die Ergebnisse, die wir jetzt in unserer Studie vorliegen haben, die deuten darauf hin, dass eine Urernährung, wie wir sie nach dem Neandertaler-Prinzip kennen, dazu beitragen kann, neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus Alzheimer, verschiedene Demenzformen auch noch, Parkinson oder Multiple Sklerose zu lindern bzw. die Lebensqualität zu verbessern, eventuell sogar auch eine Therapieoption darstellen können. Überraschend war für uns natürlich zu sehen, dass unter einer fettreichen Ernährung sich hier der Blutfett. So, es war klar, es ist irgendeine neue Menschenform. So, eine Sache war dann, was nennen wir diese Menschenform? Wir haben viel hin und her diskutiert und sind am Ende zu den Nisowa-Menschen gekommen. So, das nennt sich nach der Höhle, wo diese Menschenform dann zuerst entdeckt wurde, genauso wie die Neandertaler sich nach Neandertalern nennen, wo die zum ersten Mal entdeckt wurden. Mit ihm fing alles an. Der Neandertaler. Seine Entdeckung vor rund 160 Jahren war der erste Hinweis auf eine Menschenform, die gleichzeitig mit uns lebte. Jetzt ist er hier, im Landesmuseum in Bonn. In diesem Koffer liegen die wohl berühmtesten Knochen der Welt. Sie sind so etwas wie die Kronjuwelen der deutschen Archäologie. Ralf Schmitz ist der Hüter dieses Schatzes. Der erste Neandertaler, der je gefunden wurde, im Neandertal bei Mettmann. Er gab einer ganzen Menschenform den Namen. Schmitz kennt diese Knochen so gut wie niemand sonst. Sein ganzes Forscherleben dreht sich um ihn. Den Neandertaler. Dieses männliche Exemplar lebte vor 42.000 Jahren. Er wurde etwa 40 Jahre alt. Nur 16 seiner Knochen überdauerten die Jahrtausende. Uralte Skelettreste einer Menschenart, die es fast 70.000 Jahre lang gab. Er ist der berühmteste Deutsche, aber er ist ein Europäer. Er ist die einzige Menschenform, die jemals in Europa entstanden ist. Und wenn es eine Menschenform gibt, die Europa und die Europäer repräsentiert, dann ist es eigentlich der Neandertaler. Die Geschichte beginnt 1856 im Steinbruch von Mettmann bei Düsseldorf. Die Arbeiter stoßen auf Knochen, schaufeln sie achtlos den Hang hinab.
Doch der Steinbruchbesitzer wird stutzig. Sind das die Überreste eines Höhlenbären? Es werden noch weitere Knochen gefunden. Im sogenannten Neandertal, am Lauf des Flüsschens Düssel. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Neandertal eine wunderbare, unzerstörte Naturlandschaft. Auf beiden Ufern der Düssel ragten steile Kalksteinklippen bis zu 50 Meter empor. Diese romantische enge Schlucht hieß zuerst Gesteins, später ist sie benannt worden nach dem Kirchenliederdichter Joachim Neander in Neandertal. Doch dann kommt die Industrialisierung und der Kalk aus dem Neandertal wird zum begehrten Rohstoff für die Eisenhütten im Ruhrgebiet. Tausende finden hier Lohn und Brot. Ohne die Spitzhacken der Arbeiter wären die Knochen vielleicht nie entdeckt worden. Und die gesamte Forschungsgeschichte, sie wäre anders verlaufen. Das ist natürlich ein von den sehr berühmten Fossilien in der Welt. Natürlich. Und eigentlich das Fossil, wo man zum ersten Mal vor 150 Jahren eingesehen hat, dass es gab vorher frühere Menschenformen, die nicht ganz wie wir waren. Friedemann Schrenk von der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft ist sich sicher. Der Homo sapiens war lange nur eine Menschenart unter mehreren. Und diese Arten vermischten sich. Diese ganzen Stammbäume, die wir da produzieren, auch die Arten und so und die Gattungen, das sind ja nur Hilfsmittel, ja? Das sind ja nur Hypothesen. Es gibt kein richtig und kein falsch in unserer Wissenschaft. Welche Vermischung es sonst noch gegeben hat, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin überzeugt, es gab noch jede Menge regionale Populationen, es gab noch jede Menge Vermischung. So könnte es gewesen sein vor vielen 10.000 Jahren. Seitensprünge mit Neandertalern und anderen Verwandten. Doch gab es sie wirklich? Die Evolutionsbiologin Sabine Paul sagt ja. Und sie kann es belegen. Mit einem Besuch im Friseursalon. Dort trifft sie neben der Friseurin drei junge Frauen. Eine aus Europa, eine mit asiatischen und eine mit afrikanischen Wurzeln. In ihren Haaren liegt eine verborgene Botschaft aus der Steinzeit. Denn die Neandertaler stecken in unserem Erbgut. Man hat ja gefunden, dass die Neandertaler-Gene in uns vor allen Dingen das Keratin betreffen, das Protein, das in Haaren, in der Haut und auch in den Nägeln zu finden ist. Und ja, da haben wir uns an die neuen klimatischen Verhältnisse sehr gut angepasst. Das Ganze ist stärker geworden. Europäisches Haar, es besitzt viel von diesem Protein namens Keratin. Ja, und das ist ein Dehntest. Ja, umso dehnbarer die Haare sind, umso mehr Keratinstoffe sind enthalten. Das sieht sehr stark aus. Starke Haare sind ein guter Schutz, besonders vor Kälte. Als der frühe Homo sapiens aus Afrika nach Europa einwanderte, holte er sich beim Sex mit Neandertalern genetische Überlebenshilfe. Ja, für die Menschen gab es natürlich viele neue Faktoren, die auf sie zukamen. Das erste, das ist ganz offensichtlich, ist einfach mal die Temperatur. Wenn wir in die Eiszeit reinkommen, dann wird es sehr kalt und Haare haben natürlich eine ganz wichtige Schutzfunktion, was die Wärme angeht. Nicht umsonst haben die Tiere in der Eiszeit ja auch Wollnashorn oder Wollhaarmammuts gehabt. Das heißt, die entsprechenden Haare, das entsprechende Fell zu dem Klima, die als Wärmeschutz dienen. Diese Vorteile haben die Neandertaler auch an die Menschen in Asien weitervererbt. Kräftiges und dichtes Haar, jede Menge Keratin. Davon kann sich Sabine Paul an andere Technologien. Wir haben ganz verschiedene Wege beschreiten müssen. Und es war ein ständiges Hoch und Runter. Und es war sehr spannend. Es war sehr angespannt zum Teil auch, weil natürlich die Erwartungshaltung hoch war. Sie wird erfüllt. 2010 ist das Genom des Neandertalers entschlüsselt. Das Ergebnis überrascht die Forscher. Die Neandertaler sind uns näher gekommen als bisher gedacht. Man hat sich ein bisschen gemischt und es gibt ein bisschen vom Neandertaler in uns. Aber wie viel ist es genau?
Um das zu klären, vergleichen die Forscher die Neandertaler-DNA mit dem Erbgut von Frauen und Männern aus 5 verschiedenen Erdteilen. Der Befund ist eindeutig. Das Erbe des Neandertalers ist auf der Erde sehr unterschiedlich verteilt. Am erstaunlichsten war das Resultat natürlich, dass wir diesen kleinen Beitrag in Europäern und Asiaten finden, aber nicht in Afrikanern. Das heißt, es ist wirklich was scheinbar in Europa und Asien passiert ist, nicht in Afrika. Was quasi wir Europäer und Asiaten gemeinsam haben, was den Afrikanern fehlt. Ein kleiner Bestandteil des Neandertaler-Genoms. Für den größeren Teil der Menschheit gilt daher, wir sind alle ein bisschen Neandertaler. Mehr oder weniger. Doch diese Erkenntnis reicht den Forschern nicht. Wer mit wem Sex gehabt hat vor 30, 40.000 Jahren, kümmert mich eigentlich nicht. Die dürfen, was die wollen, da machen für mich. Was mich interessiert, ist, was mich beeinflusst heute. Was für ein schönes Paar. Homo sapiens und Neandertaler. Dass unsere Vorfahren Sex mit Neandertalern hatten, war für viele erstmal ein Schock. Denn allzu fremd wirken diese urzeitlichen Gesellen heute auf uns. Wir denken über die Vergangenheit mit unseren modernen Gehirnen nach. Wenn ich sage Gehirn, meine ich unsere Vorstellungen, Werte und Ideale. Ich hatte eine Studentin, die meinte, um mit diesen Jungs Sex zu haben, hätte man die gleiche Sprache sprechen müssen. Für sie war selbstverständlich, dass man nur mit jemandem Sex hat, mit dem man sprechen kann. Ich erklärte ihr, das sei nicht zwingend notwendig. Es gibt in der Geschichte genug Beispiele, die belegen, es waren nicht immer nur Liebe und Freundschaft, die zum Genfluss zwischen Menschengruppen führten. Möglicherweise war die steinzeitliche Welt ja etwas anders als die, mit der wir vertraut sind. Noch immer gibt es viele Vorurteile über die Steinzeit und ihre Menschen. Vor allem der Ruf des Neandertalers ist bei manchen bis heute denkbar schlecht. Schuld an diesem schlechten Image ist der Arzt Rudolf Virchow aus Berlin, der Erfinder der Pathologie, einer der berühmtesten Mediziner seiner Zeit. Virchow glaubt nicht an die Existenz von Urmenschen. Die Knochen des Neandertalers, so sein Fehlurteil, stammen von einem modernen Menschen, der krank und schrecklich deformiert war. Die Knochen eines Kranken, Virchows Wort, prägt das Klischee vom tumben Neandertaler bis heute. Es ist schier unausrottbar, der nicht aufrechtgehende, mit dumpfem Blick, mit der Keule in der Hand. Das ist schon ein schlimmes Zerrbild. Rufmord nach 40.000 Jahren. Der Neandertaler als haariger Wilder, mehr Affe als Mensch, brutal und dumm, ein Steinzeit-Tölpel, uns in jeder Hinsicht unterlegen. Doch ist dieses Zerrbild ganz falsch? Funde in der kroatischen Höhle von Krapina scheinen einige Vorurteile zu bestätigen. Hier in Krapina haben wir die Überreste von 25 bis 28 Individuen, wenn man nur von den Zähnen ausgeht. Wenn man die Schädelknochen nimmt, dann könnten es noch mehr sein. Doch etwas stimmt hier nicht. Der Fund von Krapina nährt einen grausigen Verdacht. Die Neandertaler, die hier lebten, haben möglicherweise nicht nur das Fleisch von Tieren gegessen, sondern auch von Menschen. Einige Leute glauben an Kannibalismus. Den Grund dafür kennen wir nicht. Es könnte ein Ritual gewesen sein oder sie haben gehungert. In jedem Fall ist Krapina eine sehr ungewöhnliche Fundstelle. Es gibt ja auch Schnittspuren an den Knochen. Es sieht aus, als wären sie irgendwie zerteilt worden. Doch die Kerben am Schädel lassen sich auch anders deuten, als Ausdruck einer höheren Kultur. Hier sind viele Kratzer, die ganz eng und dicht sind. Jemand hat versucht, dieses Wesen, diese Person, die gerade gestorben war, zu kennzeichnen. Das ist ein ganz ungewöhnliches Verhalten für Neandertaler. Wir wissen nichts Genaues, aber es könnte ein Beleg für symbolisches Handeln sein. Diese und andere Indizien haben das Bild von Neandertaler verändert. Heute wissen wir, sie waren soziale Wesen,
wirkliche Menschen, unser Spiegelbild. Als geschickte Jäger verfeinerten sie ihre Fähigkeiten über viele Generationen hinweg. Die sind sehr, sehr ähnlich zu uns gewesen. Sie sind nicht so unterschiedlich zu uns. Die lebten auch in Gruppen, die haben sich wahrscheinlich auch um ihre Kranken gekümmert. Die waren nicht sehr einfache und brutale Menschen, die waren relativ ähnlich zu uns. Wie sehr ähnelten sie uns? Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut will es genauer wissen. Mit modernsten Methoden erforscht er Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen modernen Menschen und Neandertalern. Wenn Sie einen Neandertaler auf der Straße treffen würden, käme Ihnen sein Gesicht und sein Kopf am seltsamsten vor. Sie hatten große Köpfe mit einem... Wir öffnen die Akte Mensch. Denn es gibt Neuigkeiten über uns und unsere Vorfahren. Es gab eine Zeit, da waren wir modernen Menschen nicht allein auf dieser Welt. Da waren noch andere, die Neandertaler. Lange glaubten wir, sie waren die einzigen neben uns. Doch eine Entdeckung in Sibirien in einer abgelegenen Höhle verändert alles. Das ist was ganz Neues wäre. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Der winzige Knochen stammt von einer unbekannten dritten Menschenart, die zeitgleich mit uns lebte. Eine Sensation. Als ich ein Student war, schien es mir, als sei ich zu spät auf die Welt gekommen. Ich glaubte, alle Fossilien seien bereits beschrieben und alle Entdeckungen schon gemacht. Ich hätte nicht falscher liegen können. Der neu entdeckte Mensch ist kein Homo sapiens wie wir und auch kein Neandertaler, aber er lebte mit beiden zusammen. Es ist natürlich ein neues Kapitel insofern, als klar wird, dass es eben nicht nur sozusagen eine Gruppe von Menschen gibt, die sich irgendwie entwickeln, sondern mehrere. Doch wo sind unsere Verwandten geblieben? Die Akte Mensch, jetzt in ZDF History. Das Altai-Gebirge in Sibirien, eine bis heute fast unberührte Landschaft. Nur sehr wenige Menschen verirren sich in diese Wildnis, die eine wissenschaftliche Sensation verbarg. Den Beweis für eine dritte Menschenart, die gleichzeitig mit dem Neandertaler und Homo sapiens lebte. Der Fundort unseres unbekannten Verwandten liegt an der russischen Grenze zu Kasachstan und der Mongolei. Die nächstgrößte Stadt, Novosibirsk, ist mehr als 200 Kilometer entfernt. Hier liegt sie, die Höhle von Denisova, derzeit eine der spannendsten archäologischen Grabungsstätten der Welt. Experten der Russischen Akademie der Wissenschaften legen eine steinzeitliche Schicht nach der anderen frei. Die Forscher finden Spuren menschlicher Besiedlung, darunter etliche Knochenreste. Unscheinbare Funde, die unser Wissen von der menschlichen Evolution verändern. Einige werden nach Leipzig geschickt, ins Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das Ergebnis der Genanalyse verschlägt Johannes Krause fast die Sprache. Er ruft umgehend seinen Chef an, Svante Paabo. Ich war zu der Zeit, als die Ergebnisse bekommen in Amerika, und haben dann einen Telefonanruf bekommen von Johannes und hat so gefragt, ob ich mich hinsetzen kann, bevor ich höre, was er zu sagen hat. Und ich habe fast Angst bekommen, dass was ich eingesehen habe, dass es gab vorher frühere Menschenformen, die nicht ganz wie wir waren. Friedemann Schrenk von der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft ist sich sicher. Der Homo sapiens war lange nur eine Menschenart unter mehreren. Und diese Arten vermischten sich. Diese ganzen Stammbäume, die wir da produzieren, auch die Arten und so und die Gattungen, das sind ja nur Hilfsmittel. Ja? Das sind ja nur Hypothesen. Es gibt kein richtig und kein falsch in unserer Wissenschaft. Welche Vermischung es sonst noch gegeben hat, ja,
Da bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin überzeugt, es gab noch jede Menge regionale Populationen, es gab noch jede Menge Vermischungen. So könnte es gewesen sein vor vielen 10.000 Jahren. Seitensprünge mit Neandertalern und anderen Verwandten. Doch gab es sie wirklich? Die Evolutionsbiologin Sabine Paul sagt ja. Und sie kann es belegen. Mit einem Besuch im Friseursalon. Dort trifft sie neben der Friseurin drei junge Frauen. Eine aus Europa, eine mit asiatischen und eine mit afrikanischen Wurzeln. In ihren Haaren liegt eine verborgene Botschaft aus der Steinzeit. Denn die Neandertaler stecken in unserem Erbgut. Hat ja gefunden, dass die Neandertaler-Gene in uns vor allen Dingen das Keratin betreffen, das Protein, das in Haaren, in der Haut und auch in den Nägeln zu finden ist. Und ja, da haben wir uns an die neuen klimatischen Verhältnisse sehr gut angepasst. Das Ganze ist stärker geworden. Europäisches Haar, es besitzt viel von diesem Protein namens Keratin. Und das ist ein Dehntest. Ja? Umso dehnbarer die Haare sind, umso mehr Keratinstoffe sind enthalten. Das sieht sehr stark aus. Starke Haare sind ein guter Schutz, besonders vor Kälte. Als der frühe Homo sapiens aus Afrika nach Europa einwanderte, holte er sich beim Sex mit Neandertalern genetische Überlebenshilfe. Ja, für die Menschen gab es natürlich viele neue Faktoren, die auf sie zukamen. Das erste, das ist ganz offensichtlich, ist einfach mal die Temperatur. Wenn wir in die Eiszeit reinkommen, dann wird es sehr kalt und Haare haben natürlich eine ganz wichtige Schutzfunktion, was die Wärme angeht. Nicht umsonst haben die Tiere in der Eiszeit ja auch Wollnashorn oder Wollhaarmammuts gehabt. Das heißt, die entsprechenden Haare, das entsprechende Fell zu dem Klima, die als Wärmeschutz dienen. Diese Vorteile haben die Neandertaler auch an die Menschen in Asien weitervererbt. Kräftiges und dichtes Haar, jede Menge Keratin. Davon kann sich Sabine Paul anhand des philippinischen Modells selbst überzeugen. Unser drittes Modell hat einen afrikanischen Vater. Der Unterschied ist deutlich. Furchtbares passiert wäre. Es ist das Gegenteil, ein Glückstreffer. Svante Paabo hat mit seinen Methoden schon einige Überraschungen erlebt. Er gilt als Begründer der Paläogenetik, die Erbgut aus uralten Knochen gewinnt. Doch auf dieses Ergebnis war auch er nicht vorbereitet. Ich war ja ganz überzeugt, wenn wir diesen kleinen Knochen bekommen haben, dass es war entweder einen modernen Menschen oder einen Neandertaler. Ich wollte eigentlich nur rausfinden, was von den beiden es war. Dass es was ganz Neues wäre, hätte ich wirklich nicht gedacht. Paabo reist nach Sibirien, um den Fundort persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Grabungen zeigen, offenbar haben hier moderne Menschen, Neandertaler und noch eine dritte Menschenart zusammengelebt. Eine Art Multikulti-Höhle in der Steinzeit. Für die Forscher öffnet sich ein neuer Horizont. Haben sich die drei Gruppen vermischt? Und gab es noch weitere Menschenarten, die hier und anderswo zusammenlebten? Jetzt danach bin ich natürlich offener und sage, vielleicht findet man zusätzlich solche Sachen in der Zukunft auch. Doch ist es wirklich eine neue Menschenart? Die Forscher wollen auf Nummer sicher gehen. Unter den Funden in der Höhle ist ein sehr gut erhaltener, ungewöhnlich großer Zahn. Auch dieser wird zur Analyse nach Leipzig geschickt. Kai Prüfer ist Genetiker im Team von Svante Paabo. Für ihn ist der Zahn die Sternstunde seiner Forschungen. Es ist nicht nur, dass wir da wahnsinnig viele Proben finden, sondern die DNA in den Knochen ist wahnsinnig gut erhalten. Und das hilft uns natürlich, dann ein richtig gutes Genom zu sequenzieren. Der Zahn gibt Gewissheit. Die Funde aus der Höhle stammen von einer bislang unbekannten Menschenart. Der Denisova-Mensch lebte vermutlich bis 30.000 vor Christus in Sibirien und China. Wie er aussah, das verrät sein Erbgut nicht.
Doch bislang rätselhafte Schädelfunde aus Asien, die jetzt ihm zugeschrieben werden, geben Anhaltspunkte. Wenn Sie diesen Menschen im Flur unseres Instituts treffen würden, Sie würden sofort erkennen, dass es sich um keinen normalen Angestellten der Max-Planck-Gesellschaft handeln kann. Beachten Sie nur die Größe der Augenwülste und die fliehende, fast flache Stirn. Der Unterschied zum modernen Menschen muss spektakulär gewesen sein. Und auch zum Neandertaler gab es markante Unterschiede. Mit der Entdeckung des Menschen aus Sibirien haben wir, die modernen Menschen, unverhofft Zuwachs bekommen. Die Neandertaler sind nicht mehr unsere einzigen Brüder. Wir haben noch weitere Geschwister. So, es war klar, es ist irgendeine neue Menschenform. So, eine Sache war dann, was nennen wir diese Menschenform? Wir haben viel hin und her diskutiert und sind am Ende zu den Nisowa-Menschen gekommen. So, das nennt sich nach der Höhle, wo diese Menschenform dann zuerst entdeckt wurde, genauso wie die Neandertaler sich nach Neandertalern nennen, wo die zuerst einmal entdeckt wurden. Mit ihm fing alles an. Der Neandertaler. Seine Entdeckung vor rund 160 Jahren war der erste Hinweis auf eine Menschenform, die gleichzeitig mit uns lebte. Jetzt ist er hier, im Landesmuseum in Bonn. In diesem Koffer liegen die wohl berühmtesten Knochen der Welt. Sie sind so etwas wie die Kronjuwelen der deutschen Archäologie. Ralf Schmitz ist der Hüter dieses Schatzes. Der erste Neandertaler, der je gefunden wurde, im Neandertal bei Mettmann. Er gab einer ganzen Menschenform den Namen. Schmitz kennt diese Knochen so gut wie niemand sonst. Sein ganzes Forscherleben dreht sich um ihn. Den Neandertaler. Dieses männliche Exemplar lebte vor 42.000 Jahren. Er wurde etwa 40 Jahre alt. Nur 16 seiner Knochen überdauerten die Jahrtausende. Uralte Skelettreste einer Menschenart, die es fast 70.000 Jahre lang gab. Er ist der berühmteste Deutsche, aber er ist ein Europäer. Er ist die einzige Menschenform, die jemals in Europa entstanden ist. Und wenn es eine Menschenform gibt, die Europa und die Europäer repräsentiert, dann ist es eigentlich der Neandertaler. Die Geschichte beginnt 1856 im Steinbruch von Mettmann bei Düsseldorf. Die Arbeiter stoßen auf Knochen, schaufeln sie achtlos den Hang hinab. Doch der Steinbruchbesitzer wird stutzig. Sind das die Überreste eines Höhlenbären? Es werden noch weitere Knochen gefunden. Im sogenannten Neandertal, am Lauf des Flüsschens Düssel. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Neandertal eine wunderbare, unzerstörte Naturlandschaft. Auf beiden Ufern der Düssel ragten steile Kalksteinklippen bis zu 50 Meter empor. Diese romantische enge Schlucht hieß zuerst Gesteins. Später ist sie benannt worden nach dem Kirchenliederdichter Joachim Neander in Neandertal. Doch dann kommt die Industrialisierung und der Kalk aus dem Neandertal wird zum begehrten Rohstoff für die Eisenhütten im Ruhrgebiet. Tausende finden hier Lohn und Brot. Ohne die Spitzhacken der Arbeiter wären die Knochen vielleicht nie entdeckt worden. Und die gesamte Forschungsgeschichte, sie wäre anders verlaufen. Das ist natürlich ein von den sehr berühmten Fossilien in der Welt. Natürlich. Und eigentlich das Fossil, wo man zum ersten Mal vor 150 Jahren... Oh, das ist ja ganz anders. Ganz anders, das Haar, ja. Afrikanisches Haar ist grundsätzlich immer etwas trockener von der Struktur her, wie das europäische Haar. Das hat Gründe. Afrika ist der Ursprung des modernen Menschen. Wir sind eigentlich tropische Lebewesen. Als unsere Vorfahren aus Afrika auswandern, vermischen sie sich im vorderen Orient mit den Neandertalern und tragen die neuen Gene nach Europa und Asien. Die Menschen in Afrika bleiben ohne Neandertaler-Gene. Und brauchen sie auch gar nicht. Ihr Haar ist bereits perfekt an die Umgebung angepasst.
Das Haar ist natürlich darauf spezialisiert, dass es sehr gut mit der Hitze und der UV-Strahlung, die stark kommt, auch umgehen kann. Es ist weniger darauf spezialisiert, mit Kälte umzugehen oder ja sehr reißfest zu sein. Das heißt, es kommt mit weniger Keratin durchaus auch aus. An der Universität Frankfurt will Sabine Paul noch mehr über das Protein Keratin erfahren. Hier werden künstliche Hautmodelle gezüchtet, um Verbrennungsopfern zu helfen. Nicht das Herz, sondern die Haut ist unser größtes Organ. Und Professor Stefan Kippenberger kennt ihre vielen Funktionen wie kaum ein anderer. Sie schützt uns und auf der anderen Seite verbindet sie uns auch. Sie verbindet uns mit der Umwelt. Wir können erkennen an der Haut, was in unserem Gegenüber vorgeht. Ob er blass um die Nase ist, ein bisschen nervös, ob er rote Flecken bekommt, möglicherweise ist was Peinliches, passiert Scham im Spiel. Also diese beiden paradoxen Funktionen, verbinden und trennen, erfüllt die Haut. Und was würde passieren, wenn wir kein Keratin hätten? Das Keratin ist in erster Linie ein Stützprotein. Das hilft dabei, dass die Zellen ihre Form behalten. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ein Zelt, wie ein großes Zirkuszelt, was aufgespannt ist durch Seile, durch Stäbe innen drin, durch Stangen. So ähnlich sind auch eben Strukturen in unseren Zellen vorhanden, die dabei helfen, dass die Zelle nicht kollabiert, zusammenbricht. Und das Keratin ist ein Protein im Zusammenspiel mit anderen, was dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Keratinschicht der Haut bildet eine Barriere. Die Neandertaler-Gene schützen uns so gegen Kälte und Keime. Die Evolution oder die Genetik, die tickt ja jeden Tag in uns. Jede Sekunde, 7 Milliarden Mal passiert Evolution. Arbeiten Gene, bestimmen das, was wir fühlen, denken, essen mögen oder auch ablehnen. Das heißt, das ist das, was uns ja lebendig macht und ausmacht. Und von daher ist es wahnsinnig spannend, zu schauen, wie funktioniert das Ganze denn? Und wie können wir das, was wir aus der Vergangenheit lernen können, auch mitbringen, was sich bewährt hat, kombinieren mit dem, was wir heute als moderne Menschen so gerne tun oder machen möchten? Die Suche nach dem Neandertaler ist eine Suche auch nach unseren Wurzeln, denn sein Erbgut lebt in uns weiter. Archäologe Ralf Schmitz an der Fundstelle der ersten Neandertalerknochen. 1997 lässt er hier noch